Hallo, grüß euch, da ist der Markus Burkhardt. Willkommen bei Daheim im Garten. Eine schöne Sommerausgabe wird es. Heute haben wir ein paar richtig interessante und auch schöne Themen, finde ich. Wir schauen uns als allererstes an, was kann ich selber in meinem Garten machen, damit sich wieder mehr heimische Tiere bei mir wohlfühlen. Also vom Igel angefangen, über die Hummel, über den Schmetterling, vielleicht sogar der Frosch oder Eidechsen. Da kann man nämlich eine Menge tun, das ist gar nicht schwer. Dann gibt es einen ganz einen charmanten, einfachen Dekotipp von der Cosi. Und am Schluss werden wir auch noch was Interessantes machen. Wir schauen, wie wir unsere Blütenpflanzen, weil die sind ja so wichtig wieder für alle Bienen, Hummeln und so weiter, wie wir die selber vermehren. Das ist ganz einfach. Wir nehmen die Samen ab, vermehren sie, das zeige ich. Bleibt dran, es zahlt sich aus, es geht sofort los. Ja, wieso wir das Ganze machen, hat ja auch einen guten Grund. Ich glaube, die meisten wissen das mittlerweile. Es hat sich herumgesprochen, dass man gerade speziell jetzt bei den Insekten zum Beispiel, Wildbienen, Schmetterlinge, aber auch eigentlich bei den ganz normalen kleinen wilden Tiere, wie man es früher, ich kann mich erinnern, als Bub, was ich unterwegs war und Eidechsen gefangen habe. Oder Blindschleichen, Ringelnattern und so weiter, sogar ein Igel all wieder. Und diese Tiere sind alle selten geworden. Und man kann aber wirklich einiges machen im Garten. Und eine der wichtigsten Regeln ist vielleicht nicht permanent alles zusammenrahmen, sondern einfach auch mal ein bisschen was in Ruhe lassen, wo die Natur halt Rückzugsgebiet hat. Und ein Thema, an dem man eigentlich schwer vorbeikommt, wenn man sich gerade mit Insekten beschäftigt, sind diese sogenannten Insektenhotels. Der Name ist nicht gut, weil in Wahrheit sind es eigentlich Nisthilfen, in dem Fall jetzt für Wildbienen. Da ist eh schon reger Zugang. Sowas kann man auf jeden Fall, wenn man es richtig montiert, im Garten verwenden. Ist eine ganz, ich finde, eine schöne, eine sympathische Sache, weil man dann auch sieht, dass die Lebewesen wirklich da sind. Weil die meisten oder viele von uns haben sowas überhaupt noch nie beobachtet. Da gibt es ganz kleine Wildbienen, die nur ein paar Millimeter groß sind. Da sind jetzt viele, die nur so, ich würde mal sagen, einen schwachen halben Zentimeter groß sind. Und die kann man dann beobachten. Man merkt, dass sie da sind und man hat dann auch selber eine Freude. Aber man sollte auch im Garten eben viele Möglichkeiten schaffen, dass sie sich wohlfühlen. Unter anderem Blüte, 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 dass eben ihre Nachkommen da drinnen ordentlich futtern können, weil da wird der Pollen eingetragen. Also das sind ein paar so ganz grundlegende Dinge vielleicht. Ein paar Sachen nur, wenn man an solche Nisthilfen denkt. Ich verwende das Wort Insektenhotel nicht gern, weil es nicht so zutreffend ist. In Wahrheit ist es ja ein bisschen ein gutes Zeichen oder vielleicht ein Symbol für das, was fehlt in unsere Gärten oder in unserer Landschaft. Weil diese, in dem Fall sind es Hartholzblöcke, die kriegen so Löcher. Und da wollen eben diese kleinen Wildbienen rein. Sowas gibt es kaum mehr in unsere Gärten und in unserer Landschaft. Nämlich ein altes Holz, wo es in irgendeiner Form Zeit hat, bis dann ein Käfer kommt und Löcher einbohrt. Weil das waren dann eigentlich diese natürlichen Möglichkeiten und die finden es kaum mehr. Also wenn ihr einmal einen Baum habt, der hin wird, lasst sie stehen. Das wird das Beste, jetzt sage ich es auch, Insektenhotel. Aber in dem Fall, wenn ihr es selber aufhängen wollt, schaut, dass ihr wirklich eine gescheite Qualität habt. Aus einem harten Holz sollte das sein. Und die Löcher sollten so in verschiedene Durchmesser sein, weil dann gehen auch verschiedene Arten rein. Also das ist wirklich interessant zum Beobachten. Und die legen da sozusagen in diese Gänge die Eier rein. Die werden mit Pollen versorgt und da schlupfen dann die kleinen jungen Larven aus. Und dann haben sie einen Nahrungsvorrat und meistens erst im nächsten Jahr kommen dann tatsächlich die Wildbienen raus und schlüpfen eben. Und man kann aber eben den Garten selbst auch so reichhaltig gestalten, dass das nicht unbedingt nötig ist, aber es ist einfach wirklich schön zum Beobachten. Im eigenen Garten auch für einen Igel ganz einfach einiges machen. Lasst den Garten zumindest in einigen Bereichen ein bisschen verwildern, das taugt einem schon. Dann findet er wieder Nahrung, eben am liebsten sind Häuserschnecken, also ist durchaus auch ein nützliches Tier. Das hört man dann auf die Nacht so ganz gern, wenn er diese Schnecken knappert. Da sage ich immer, da ist ein Gypsy auseinander.
Und der Igel mag ganz gern, wenn man Häufen macht aus zum Beispiel alles, was ihr im Garten abschneidet. Wenn ihr eine Hecken schneidet, wenn ihr einen Obstbaum schneidet, dann habt ihr eher so grobe Äste. Haut das alles auf einen Haufen, unten eher das grobe Material, sodass Hohlräume entstehen. Und dann Richtung Herbst, werden die meisten von euch erkennen, muss man dann das Laub oft vor der Wiesen wegrechen. Und das schmeißt ihr dann auch da drüber. Und dann entsteht so eine Art Kuppel. Und das lieben Igel. Das ist dann ganz ein natürliches Igelhaus. Da verstecken sie sich auch im Sommer zum Teil, nehmen sie dann einfach Unterschlupf. Und da können sie dann rein und können sie wirklich gut verstecken, sind geschützt und können von dort aus dann wieder in den Garten sozusagen ausströmen und schauen, was es alles zum Fressen gibt. Und so ein Igel ist einfach immer ein schönes Erlebnis, wenn man hat im Garten. Wenn ihr es mit dem Gedanken spielt, so einen automatischen Rasenmäher anzuschaffen, oder es habt ihr vielleicht schon einen, vielleicht denkt man nochmal drüber nach, weil gerade der Igel hat mit dem wirklich wenig Freude, weil ihr müsst euch vorstellen, der große Igel, der wehrt sich, den stehst du vielleicht an, der haut eh ab, wenn er kommt, aber wenn die Igelbabys unterwegs sind mit der Mama und hinten noch Schwanzerln, und der Automower fährt gerade und der kleine Igel ist nicht schnell genug, dann will man sich eh nicht ausmalen, was passiert, wenn der oben drüber fährt. Weil die sind einfach so programmiert, dass kleine Obststücke schon zerkleinern können. Und was ich auch aus vielen Gärten weiß, dass zum Beispiel die Weinbergschnecken, wirklich die Zermatschkatz. Und sowas war eigentlich ganz eine einfache Sache. Und vielleicht überhaupt noch zum Rasen dazu, ich sage immer, aus Rasen werde Wiese. Dann machst du schon ganz viel richtig. Einfach nicht so oft mähen. Dann tut man sehr, sehr viel für die Tierwelt im Garten. Ich kann mich noch gut erinnern als Bub, wenn ich heimgegangen bin von der Volksschule. Das war immer so ein bisschen so ein Ritual, zumindest wenn die Sonne gescheint hat, weil dann waren die Eidechsen heraus. Habe ich manchmal ein paar gefangen. Ich habe es nicht lassen können, dann hat man es ein bisschen gestreichelt. Bei uns daheim sind sogar zahm geworden, also die hat man wirklich da unten so ein bisschen kratzen können. So nett war das und es waren wirklich viele da. Und die Eidechsen brauchen einfach ein bisschen einen Schutz im Garten. Was ganz einfach machen könnt, macht irgendwo einen schönen großen Steinhaufen, der in der Sonne liegt, mit großen Steinen, wo dazwischen Zwischenräume entstehen, wo sie einschlürfen können. Oder Trockenmauern. Und die Trockenmauern aber so machen, dass man es nicht zu sauber hinten hinterfüllt, mit einem Schoder oder was, sondern haut es auch mal größere Steine, dass viele Hohlräume entstehen. Da haben sie dann einen Unterschlupf und überhaupt wieder die Devise, nicht zu viel aufräumen, nicht zu ordentlich sein. Die Eidechsen brauchen Versteckmöglichkeiten, nämlich, sage ich nicht umsonst, wir haben ein bisschen wahrscheinlich auf Österreich gesehen oder überhaupt Europa zu viele Hauskatzen und die Katzen fangen natürlich. Wir haben auch eine Katze. Eine ist vielleicht, naja, kann man darüber diskutieren, aber wenn viele Katzen natürlich unterwegs sind, die ist einfach ein perfektes Raubtier. Es ist einmal so. Und so müsst ihr einfach schauen, dass sie diese Eidechsen verstecken können, dass sie Deckung haben. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Dann bringt es vielleicht auch wieder zusammen, dass ihr Eidechsen im Garten habt. Ganz ähnlich ist es ja mit den Blindschleichen, weil die sind ja noch verwandt mit den Eidechsen, ist keine Schlange. Und die wollen auch wieder eben Möglichkeiten, wo sie sich verstecken können, was ganz was Einfaches ist, das habt ihr vielleicht selber schon beobachtet, Blindschleichen lieben Komposthäufen. Aber Komposthäufen, wo sie irgendwo in einer Form dazu erkennen. Das heißt, das darf nicht zu dicht zu sein, vielleicht diese alten Bretterkomposthäufen. Da halten sie sich gern aus und dann wächst ja daneben oft irgendein Brennnessel oder sonst was. Da können sie sich richtig gut verstecken. Dann habt ihr vielleicht auch die Blindschleichen. Und da passt vielleicht auch gut dazu, jetzt die richtigen Schlangen. Sicher will man kein Kreuzotter im Garten. Da freut man sich wahrscheinlich nicht, wirst du auch nicht haben. Aber man freut sich sicher zum Beispiel über eine Ringelnatter. Ein Ringelnatter will ein bisschen Wasser. Und was ich mache bei mir daheim, wir mähen ja im Herbst relativ viel Blumenwiesen ab. Und aus diesem ganzen Stroh oder aus dem Heu mache ich dann so Haufen zum Teil, wo sie nicht alles verwende vom Heu. Und die liegen dann da und durch diese Verrottungswärme, das können die Schlangen irgendwie spüren, werden sie von diesen Häufen angezogen und legen da die Eier rein. Und diese Verrottungswärme von diesen Stroh- oder Heuhäufen, die brütet dann die Eier aus. Also das war ganz eine einfache Maßnahme und es habt ihr wieder ein bisschen einen Unterschlupf für ein Lebewesen im Garten geschaffen. Ja, weil sie jetzt wirklich so lieb vor mir sitzt und sammelt, die Hummeln. Die Hummeln gehören ja zu den Wildbienen, die könnt ihr wirklich auch super unterstützen. Wo man vielleicht immer ein bisschen nervös und hysterisch wird, wenn man Wühlmäuse im Garten hat. Sind natürlich gerade im Gemüsegarten kein Vergnügen, aber diese Wühlmäuse machen die schönsten Gänge und das brauchen unsere Hummeln.
ganz viele Hummelarten suchen diese Verlassenen, manchmal nicht einmal verlassen, manchmal verjagen sie die Wühlmaus. Also wenn ihr Hummeln habt, könnt ihr getrost und ruhig diese Mauslöcher offen lassen und nicht zumachen, weil viele dann nicht, weil sie stört in der Wiesen, diese Löcher zumachen. Und die suchen aber diese Hummeln im Frühling ganz verzweifelt, um dort sozusagen das neue Volk gründen zu können. Also lasst möglichst viele Mauslöcher am Grundstück offen und vielleicht einmal einen Nistkasten nicht immer gleich ausrahmen, sondern das Nistmaterial von den Vögeln drinnen lassen. Das nehmen sie auch ganz gern zum Einbauen. Ja, Schmetterlinge, ich liebe Schmetterlinge. Ich glaube, alle lieben Schmetterlinge. Und was brauchen die Schmetterlinge? Sie brauchen Blüte, Blüte, Blüte. Das war vielleicht einmal ganz wichtig, dass sie einfach ausreichend Nektarpflanzen haben für die Erwachsenen, für die fliegenden Schmetterlinge. Und sie brauchen aber Futterpflanzen für die Raupen. Das war ganz wichtig, weil der Schmetterling muss ja irgendwo sein Ei hinlegen können. Brennnessel, glaube ich, kennt jeder, ist eine dieser herausragenden Futterpflanzen. Und da entwickelt sie dann erst die Raupe und frisst eben an dieser Pflanze. Da gibt es ganz viele verschiedene und sowas sollte man in großen Mengen eigentlich haben im Garten, auf das sind sie angewiesen und dann haben wir in der Regel auch Schmetterlinge und ganz wichtig war vielleicht dann nicht so ordentlich sein. Lasst ein paar Bereiche im Garten wirklich wüt, dass die Wiesen nicht so oft mähen, weil sehr viele dieser Schmetterlinge legen zum Beispiel die Eier auch auf Gräser oder auf ganz viele verschiedene heimische Wiesenpflanzen und dort entwickeln sich dann auch die Puppen und wenn man ständig mäht, hat man natürlich auch keine Schmetterlinge. Aber jetzt gibt es einmal ein bisschen eine Auflockerung. Die Kosi macht dann wirklich eine charmante Tischdeko. Ich hoffe, ich sage es richtig, nämlich mit einer heimischen Wildpflanze sogar, mit Clematis. Ist wirklich was Entzückendes und ich glaube auch ganz einfach zum Nachmachen. Und nachher, weil es wieder super zum Thema passt, schauen wir uns nach, wie kann man denn diese heimischen Pflanzen, die man hoffentlich eh schon im Garten hat, noch ein bisschen selber vermehren. Zum Beispiel als Geschenk oder weil man es einfach im Garten noch mehr aussetzen will. Ist richtig eine nette Arbeit. Sucht euch einfach irgendein Brädel, vielleicht habt ihr ein altes Brädel, wo um den Dumm liegen. Dann war eine kleine Bohrmaschine, so ein Akkubohrer, war ganz hilfreich. Dann macht ihr einmal in das Brädel ein paar Löcher rein. Dann braucht ihr ein paar Nägel. Dann zwickt mit einem Bolzenschneider einfach die Köpfe an von die Nägel. Und wenn ihr keinen Bolzenschneider habt, ist auch nicht schlimm, dann bohrt ihr das Brädel einfach durch und nagelt es von unten durch rauf. Ansonsten könnt ihr es von oben einnageln. Also einen Hammerwerzer brauchen, dann habt ihr schon eigentlich die Kerzenständer parat. Und nachher schaut ihr im Garten, was an schönen Materialien habt. Wir haben jetzt in dem Fall eine wilde Clematis genommen, ein Waldreben. Muss nicht unbedingt eine wilde Clematis sein, die hat sich halt bei uns angeboten, weil es gerade so schön blüht. Geht einfach eine Runde und schaut, welche Pflanzen sind gerade nett, welche sind schön, wo habe ich ein Blüher. Die erntet bei uns sind hauptsächlich eigentlich unsere heimischen Wildpflanzen, die wirken halt sehr charmant, sehr natürlich. Mit denen belegt dann sozusagen dieses Brädel und dann kann man das ein bisschen durch einflechten. Yeah.
wir erzählen, es ist wirklich nichts dabei, es ist einfach zum Machen und man freut sich, weil man die eigenen Pflanzen, die eigenen Blumen verwendet hat und hat dann richtig eine schöne, fast eine feierliche Tischdekoration. Ich finde, eine der wirklich nettesten Sachen, was man im eigenen Garten machen kann, ist von den heimischen Pflanzen hoffentlich, die man im Garten hat, einen Samen ernten, den aussaen selber und dann Pflanzen ziehen. Ich habe was zum Herschenken, ist ein nettes Geschenk an alle Gartenfreunde. Aber man kann dann selber auch diese Pflanzen einfach vermehren und im Garten aussetzen, dass mehr blüht. Mit was fangen wir an? Ganz genau, wir müssen einmal schauen, wo kriegen wir überhaupt einen Samen und das zeige ich jetzt da. Es ist eigentlich keine komplizierte Geschichte, dass man den Samen von den Pflanzen erntet. Sie müssen nicht halbwegs reif sein. Ich nehme eigentlich alle nur zwei Sachen mit. Ein paar Sackeln, da kann ich Sachen reinschneiden, vielleicht wenn sie noch nicht ganz gut rausfallen. In so einem Sackel ist es luftig, dann schimmelt es nicht. Und dann vielleicht daheim noch einmal trocken, wo die Pflanzen auflegen, dann fallen auch die letzten Samen raus. Wir ernten jetzt da zum Beispiel eine Vexiernöcken, weil die gerade reif ist, sehe ich. Und da brauchst du überhaupt nur ein Glaserl und da lässt dann die Samen reinfallen und die kannst du dann sofort eigentlich hernehmen und aussahen. Super zum Aussaaten, finde ich immer, sind solche Aussaatkisteln. Und die füllt es dann mit entweder einer Ansaaterde, die kriegt man zum Kaufen. Es könnt aber genauso auch euren Kompost daheim nehmen, mischt vielleicht halber Sand dazu, fertig. Das nehmt ihr her zum Aussaaten, das funktioniert alle. Beim Aussaaten ist natürlich ein großes Thema, aber das Wichtigste ist, ihr müsst grundlegend einmal zwei Sachen wissen oder euch vielleicht informieren. Ist die Pflanze, die ich aussah, ein Lichtkeimer, braucht es Licht, oder ist es ein Schattenkeimer? Weil wenn ich einen Schattenkeimer oberflächlich hinstrahle, keimt er mir nicht. Und wenn ich einen Lichtkeimer mit Erden zudecke, dann keimt er auch nicht. Das war ganz wichtig. Und viele Pflanzen keimen vielleicht gleich nach dem Aussaaten. Manche von denen, das kann man alles nachlesen, brauchen aber eine Kälte, einen Kältereiz, damit der Same keimt. Das heißt, die Kisteln, wenn es die heuer aussaatet und das keimt nicht bis im Herbst und das schmeißt es weg, war wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühling alles daherkeimen. Also unbedingt über den Winter einfach draußen stehen lassen. Und die Erden, die ich eingefüllt habe, tut man jetzt ein bisschen andrucken, dass das ein glattes, schönes Saatbeet wird. Und dann können wir schon aussaaten. Damit uns heute nicht fad wird, zeige ich euch beides. In einem Kistel ist auch einen Lichtkeimer an. Das sind die Nelken, die wir gerade geerntet haben, die Kronenlichtnelke oder Vexiernelke. Und da sah ich aber einen Dunkelkeimer an. Da sind nämlich schon viel gescheitert, habe ich gehört, die das nicht gewusst haben. Die musst du ein bisschen mit Erden bedecken. Das ist die Eselsdistel. Eine ganz imposante einheimische Distel, wird bis zu 3 Meter hoch, wenn du den Klick hast. Da machen wir Sonne und da machen wir Dunkelkeimer.
Jetzt fehlt natürlich noch eins, weil sonst kämen unsere Eselsdisteln nicht. Die brauchen eine kleine Abdeckung. Jetzt decken wir einfach das da an mit einer Zeitung, damit ich da nicht draufkomme mit der Erde. Und die Eselsdisteln sahen wir an. Und da gibt es einen super Trick. Es nimmt ein zweites Ansatzkistel, da ist ein bisschen Erde rein und siebt es drüber, so einen halben Zentimeter. Jetzt ist noch ganz wichtig, es müsst den Samen andrücken, speziell die Lichtkeimer kehren. Da kann man ruhig relativ fest drucken mit dem Brettel, mit so einem Andruckbrettel. Das kann man sich eh selber machen. Da druckt es den Samen rein und auch da, wo wir drüber gestrahlt haben, wo wir drüber gesiebt haben, da so einfach so ein wenig fein mit Gefühl andrucken. Und das war's. Und dann kann man das Brettel, das Kistel, kann man dann schon aufstellen und dann brauchen wir eine Zeitmaschine. Dann stellen wir uns das einfach vor, das Ganze ist schon gekeimt und die Keimlinge sind drinnen. Jetzt haben wir einen Zeitsprung gemacht. Ich habe jetzt da meine Eselsdisteln und die gehören eh ganz dringend, außer aus dem Kisterl, die sind eh schon arm, die schreien schon förmlich nach dem Topf oder nach dem Aussetzen. Und da haben wir Nöcken zum Beispiel. Und jetzt zeige ich euch, weil das ist wirklich eine ganz nette Arbeit, wie man sich selber Papierdepf machen kann. In die Papierdepf setzen wir es nachher rein. Alles, was es braucht, um euch selber aus Papierdepf zu machen, ist ein Papiertopfmacher. Paperpot Maker, sagen die Amerikaner dazu. Oder Zeitungtopfmacher, sagen sie in Pinzgau. So schaut das aus. Das ist ganz ein altes Werkzeug. Das hat mein Schwiegervater, hat sich an das erinnert, dass das Kinder mit denen die Töpfe in der Gärtnerei gemacht haben. Und das ist wirklich das Nette, was ich drauf finde. Du kannst ein ganz normales Zeitungspapier nehmen, kannst das wiederverwenden, hast keine Plastiktöpfe und du kannst die Pflanzen dann sogar mit dem Papier einsetzen. Das verrottet nachher. Ihr könnt das aber nicht nur für Wildpflanzen hernehmen, wie es mir jetzt dann für unsere heimischen Blühpflanzen, sondern genauso auch, du kannst Radieschen machen zum Beispiel oder einen Salat und setzt den nachher aus. Das ist wirklich eine nette Geschichte. Braucht es nur eine alte Zeitung. So, da. Der Gärtner sagt bekieren, ein komisches Wort, ist halt so, das ist, wenn die Pflanzen aus dem Kistel, die da hoffentlich schön aufgängen, wenn es dann so weit sind, dass man es außer tut und dann setzt es eine in diese Topferl. Da ist ganz nett, wenn man so ein Pikierhutzel hat. Es kennt auch, wenn ihr das nicht daheim habt, geht hin, Birken oder was ihr halt stehen habt, schneidet euch ein kleines, einfach ein Asterl an und dann ist das netter zum Arbeiten wie nur mit den Fingern. Und dann tut es raus, setzt es rein, angießen und dann lasst es einwurzeln. Und eins noch ganz kurz, weil das so kleine Töpferl sind, wurzeln die recht schnell ein. Normal 2, 3, vielleicht 4 Wochen, dann könnt ihr es schon herschenken, dann kann man es schon aussetzen. Oh,
So, da, jetzt können sie wachsen. So, da ist sie jetzt, unsere kleine Eselsdistel. Und dann hoffen wir, dass sie mal so groß wird wie die Mama-Eselsdistel, wo ich den Samen geerntet habe. Ja, es war voll nett wieder, dass ihr dabei wart. Und das war mein Wunsch. Es war lässig, wenn die eine oder der andere sagt, da ist was dabei, das konnte ich nachmachen, das taugt mir, das probiere ich. Weil es ist wirklich einfach, wieder mehr Vielfalt in unsere Gärten zu bringen. Und dass wieder wirklich was los ist mit Biene, Hummel, Schmetterling. Und vielleicht ist sogar mal ein Eidechsen dabei oder ein Igel. Das war lässig. Wer mehr von diesen Inhalten sich noch anschauen will, schaut oben rein einmal. Da ist noch einiges. Da kann man sich einmal in Ruhe durchschauen. Und war voll cool, wenn ihr uns ein Abo hinterlasst. Also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Pfiat euch.